Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir anfangen. Kann man mich hören? Okay, super. Ja, dann hi und herzlich willkommen zu der Veranstaltung heute, zu Diversity Week. Ich bin Laura. Ja, ich bin Clara. Und wir sind von Fake. Und ich lege direkt los mit einer kleinen Frage, die wir an euch haben. Und zwar einer kleinen Situation, die vielleicht einige von euch auch kennen. Und zwar bekommt ihr mal wieder einen neuen Text in der Uni und habt Probleme mit einzelnen Worten, die zu verstehen, weil ihr vielleicht sie einfach noch nie in eurem Leben gehört habt. Und traut euch nicht nachzufragen, aus Scham vielleicht die einzige Person zu sein, die es eben nicht versteht. Und ja, wir wollten mal fragen, kennt ihr das Gefühl? Genau, denn wir kennen dieses Gefühl und wir kennen auch viele andere Situationen und deshalb haben wir FAKE gegründet, Antiklassistisches Empowerment an der Universität zu Köln. Seit etwa einem Monat sind wir ein autonomes Referat, was sich mit dieser Thematik Klassismus beschäftigt. Klassismus hat in der Gesellschaft eine geringe Sichtbarkeit und bekommt dadurch kaum Raum für eine politische Debatte. Und das wollen wir ändern. Da die Universität vom Klassismus nicht ausgeschlossen ist und sozioökonomische Ressourcen erwartet werden, die häufig bei Arbeiterinnen und Kindern nicht vorhanden sind, werden wir heute einen Vortrag hören vom Soziologen Andreas Kemper mit dem Titel Klassismus und Bildungssysteme. Andreas Kemper forscht zu den Themenbereichen Klassismus, organisierten Antifeminismus und der AfD. Außerdem ist er Mitbegründer des ersten antiklassistischen autonomen Referats FIKUS in Münster. Also praktisch, ja, was wir dann jetzt auch gemacht haben. Und wir wollten dir, Andreas, danken, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, den Vortrag zu machen. Und freuen uns auch an alle anderen, ja, dann danach zusammen mit Andreas Fragen zu beantworten und vor allem einfach auch auf eine coole Diskussion, wenn ihr Lust habt. Ganz kurz noch, es steht im Chat, wir nehmen den Vortrag auf, ihr seid nicht zu sehen und in der Diskussionsrunde, wo ihr dann auch gerne die Kameras anschalten könnt, beenden wir natürlich auch die Aufnahme. Dann würde ich jetzt abgeben an Andreas Kemper. Ja, okay, danke. Ja, Andreas Kemper. Ich mache seit 2000 ungefähr, beschäftige ich mich mit dem organisierten, also mit dem Klassismus im Bildungssystem. Ich habe damals, 2000 bin ich in den Münsteraner AStA gegangen und habe denen gesagt, man könnte ja ein Referat einrichten, so ähnlich wie das Frauenreferat, wie das autonome Frauenreferat, wo sich einmal jährlich die Frauen treffen, um halt aus ihrem Kreis und ja, Referentinnen zu wählen, die dann mit Unterstützung des AStAs, mit dem eigenen Büro und so weiter und Geld, was sie zur Verfügung haben, dann Frauenpolitik machen können. Ja, und, oder wie das Schwulenreferat oder das Lesbenreferat, was wir alles in Münster haben. Oder das Referat für chronisch kranke und behinderte Studierende. Ja, die haben alle eigene Referate, sind, weil es diskriminierte, potenziell diskriminierte Gruppen sind. Und da habe ich gesagt, okay, Arbeiterkinder werden auch diskriminiert. Ne? Und da könnte man ja auch so ein Referat in Münster einrichten. Und seither beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema, weil das war gar nicht so einfach, das einzurichten. Ich musste mich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigen. Ich musste sehr gut argumentieren und das hat dann letztlich auch geklappt. So nach 3 Jahren gab es dann so einen ersten Startlauf und nach 10 Jahren wurde das dann akzeptiert. Dann war das Rektorat noch dagegen. Die mussten auch nochmal extra überzeugt werden. Und seither sind wir da, ja, ist das Referat aktiv. Und seither beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema und habe dann auch 2009, war das, glaube ich, ein Buch geschrieben, so eine Einführungsband zu Klassismus. Und ich habe dann auch, weil ich mir gedacht habe, dass, also was mir damals geholfen hat, ich habe ich musste viel nachlesen, weil ich aus einer Arbeiterfamilie kam. Ich habe dann viel Lexika, habe ich mir bestellt, als Jugendlicher schon und so weiter. Und was heute sehr viel einfacher ist, ist ja, dass es Wikipedia gibt. Und ich habe dann angefangen, bei Wikipedia auch sehr viele Artikel zu schreiben zu dem ganzen Thema Bildungsbenachteiligung. Auch was jetzt ganz aktuell ist, die Gesundheit und Klasse. Das ist ja gerade halt mit Corona ein sehr großes Thema.
durch wie wirken sich Krankheiten aus auf soziale Herkunft, wie vermischt sich das, da habe ich Artikel zu geschrieben und so weiter. Ich habe dann später noch mit Studierenden, mit zum Seminar habe ich dann die Studierende aufgefordert, keine Referate abzugeben, sondern Wikipedia-Artikel zu schreiben zu Bourdieu. Ja, es gibt jetzt auch viele Artikel zu Bourdieu, wo er sich halt mit den Sachen beschäftigt. Und das sage ich jetzt, weil ihr da könnt ihr nochmal alles nachlesen, einerseits. Da gibt es eben Artikel zu Bildungsbenachteiligung in der Bundesrepublik Deutschland, ein ewig langer Artikel. Und auch zur Geschichte der Bildungsbenachteiligung, zu Klassismus und so weiter. Es ist, das findet ihr, wenn ihr bei Wikipedia eingibt, in der Suchleiste Kategorie Doppelpunkt Klassismus. Ja, dann findet ihr diese ganzen Artikel zum Thema Klassismus und auch Bildungsbenachteiligung. Okay, so viel zu mir. Ich werde jetzt mit Folien arbeiten, beziehungsweise mit dynamischen Präsentationen und da muss ich eben den Bildschirm freigeben. Drei Stück sind das. Gut, damit fange ich an. Ich hoffe, das ist zu sehen. Wenn irgendwas nicht funktionieren sollte mit der Technik, dann einfach dazwischen quatschen. Genau, das kennen vielleicht einige von euch. Das hier ist eine Grafik, die zeigt, wie das eigentlich aussieht, wenn man jetzt nur Nicht-Akademiker-Kinder und Akademiker-Kinder vergleicht. Also Nicht-Akademiker-Innen-Kinder und Akademiker-Innen-Kinder vergleicht. Wenn 100, also von 100 Nicht-AkademikerInnen-Kindern, und das sind halt Menschen, wo kein Elternteil studiert hat, im Vergleich zu AkademikerInnen-Kindern, wo mindestens ein Elternteil studiert hat. Ja, das ist so der Unterschied. Wie wirkt sich das aus im Verlauf der sogenannten Bildungskarriere? Ja, das fängt direkt schon an. Bei der Frage, wer beginnt ein Studium, da haben wir schon mit Abstand die größte Selektion. Das heißt, die größte Selektion findet statt im Schulbereich, ne, schon vor dem Studium. Da ist es dann nämlich so, dass nur 21% der Nicht-AkademikerInnen-Kinder studieren, ein Studium aufnehmen, im Vergleich zu 74% von AkademikerInnen-Kindern. Ne, also das heißt, 3/4 der AkademikerInnen-Kinder studieren, aber nur 1/5 ungefähr der Nicht-Akademiker in Kinder. Und das ist stabil, das wird auch nicht unbedingt besser. Das ist nicht etwas, was sich jetzt in den letzten Jahren irgendwie großartig verbessert hat. Im Gegenteil, es sind jetzt noch neue Bildungsschwellen, nennt man das jedes Mal, wenn so eine Hürde ist, nennt man das Bildungsschwelle, sind jetzt noch neue Bildungsschwellen dazugekommen. Nämlich zum Beispiel die Bildungsschwelle zwischen Bachelor und Master. Bachelor und Master, das ist entstanden mit Bologna. Bologna ist ein Prozess, ein europäischer Einigungsprozess gewesen, der die Hochschulen betrifft, sodass man halt überall in Europa jetzt ungefähr die gleichen Hochschulen hat, die gleichen Systeme hat, die gleichen Voraussetzungen hat. Also deswegen haben wir Bachelor und Master eingeführt. Das gab es vorher nicht. Wir hatten ja vorher so Magister und Ingenieur und so weiter. Jetzt haben wir auch wie in anderen europäischen Ländern auch Bachelor und Master. Das ist eigentlich gut, so gesehen, dass es so eine Vereinheitlichung ist. Schlecht ist allerdings daran, dass jetzt zwischen Bachelor und Master eine neue Hürde ist. Vorher gab es das Grundstudium und Hauptstudium. Da konnte man quasi durchstudieren, vorausgesetzt bei ArbeiterInnenkindern, vorausgesetzt, sie haben nach dem Grundstudium halt, die haben das Grundstudium in 4 Semestern geschafft. Dann gab es nämlich weiterhin BAföG. Wenn sie es nicht geschafft hatten, gab es kein BAföG mehr. Aber wenn man das geschafft hat, konnte man einfach so weiter studieren. Und jetzt ist es ja so, dass man nicht unbedingt an der gleichen Uni weiter studieren kann, wenn man Bachelor hat und dann Master machen will. Dann muss man eventuell umziehen in eine andere Stadt. Gut, was die aber beim Bologna-Prozess nicht gemacht haben, das war die soziale Dimension, weil es war im Bologna-Prozess vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten, die daran teilnehmen, sich verpflichten, die Hochschule so zu gestalten, dass es keine Benachteiligung gibt aufgrund der sozialen Herkunft. Das heißt, die soziale Dimension sollte berücksichtigt werden. Und die Bundesrepublik Deutschland hat quasi vorbildhaft alle Komponenten des Bachelor, des Bologna-Prozesses durchgeführt.
nur eben nicht die soziale Dimension, die hat mich interessiert. Da gab es auch keinen, der dann großartig da das kritisiert hat. Es gab ein, zwei Artikel, die kritisch waren, aber es gab keine Proteste dagegen. Eigentlich hätte der Bologna-Prozess geheißen, dass das Ganze so gestaltet werden muss, dass niemand davon aufgrund seiner sozialen Herkunft Nachteile hat, sondern im Gegenteil, es sollten dadurch bestehende Nachteile entschärft werden. Ja, und es hat aber zu Nachteilen geführt, weil mit der Modularisierung war es für Arbeiterkinder, die häufiger jobben müssen und die häufiger jobben müssen für die Miete, also jetzt nicht für einen Extraurlaub oder für irgendwelchen Luxus, sondern die tatsächlich arbeiten müssen für ihren Lebensunterhalt. Für diese schwieriger geworden, weil diese Modularisierung das viel schwieriger gemacht hat, heute im Vergleich zu damals einen Job zu finden, der dazu passt. Ja, weil wenn man jobbt, hat dieser Job eine Eigenlogik und diese Eigenlogik, die ist eben widerspricht der Logik an der Uni. Ja, die Uni hat eine Eigenlogik und der Job hat eine Eigenlogik und beide sagen für sich, das ist jetzt wichtig, ne, wenn man halt einen Job hat neben der Uni, dann sagen die Chefs ja, interessiert mich jetzt nicht mit deinem Studium, sondern mich interessiert jetzt halt, dass du deine Arbeit hier machst. Kannst dir einen anderen Job suchen. So, mit der Modularisierung wurde es dann nochmal schwieriger. Ne? Mit Bachelor und Master auch. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man jedes Mal, bei jeder Bildungsschwelle gibt es weniger Studierende. Das ist auch so gewollt. Ne? Es soll ja jetzt nicht jeder, der ein Studium anfängt, soll ja dann auch einen Promotionsabschluss machen, sondern es soll ja ausselektiert werden. Es soll allerdings nach Leistung ausselektiert werden. Was aber passiert ist, dass nicht einfach nur nach Leistung selektiert wird, sondern es sind immer viel mehr Nicht-Akademiker-Kinder als Akademiker-Kinder, die runterfallen. Bis zum Schluss dann nur 1% der 100 Nicht-Akademiker-Kinder eine Promotion macht, mit einer Promotion abschließt, werden von Akademiker-Kindern 10% das machen. Also 10% von Akademiker-Kindern machen später einen Doktor. Nur 1% der Nicht-Akademiker-Kinder macht einen Doktor. Ja, und das ist jetzt eine sehr, das ist jetzt ja kein großer Unterschied. Man hätte ja auch jetzt nehmen können, hier die Kinder des reichsten 1%, ne? Und hier Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Ne? Wenn man das gemacht hätte, wenn man jetzt nicht einfach nur den Unterschied gemacht hätte, Nicht-Akademiker-Kinder, Akademiker-Kinder, dann wären die Zahlen hier nochmal sehr viel krasser geworden. Ich glaube, das ist nur ein sehr, sehr geringer Anteil von Menschen, deren Eltern Hartz IV bekommen, die dann später einen Doktorgrad haben. Und ich glaube, das ist ein sehr hoher Anteil von Kindern aus Familien, aus den reichsten 1%, die dann später halt einen Doktorgrad haben. Gut, danach geht es weiter. Danach gibt es dann die Bücher, die Untersuchungen, von Michael Hartmann zum Beispiel. Michael Hartmann aus Darmstadt, der hat sich angeschaut, ja, was passiert denn jetzt, wenn Menschen einen Doktorgrad haben? Ne, Doktorgrad ist so der höchste Abschluss, den man machen kann in Deutschland. Und wenn man einen Doktorgrad erreicht hat, dann müssten doch eigentlich alle gleich behandelt werden. Dann dürfte doch, das ist ja so lange her mit der sozialen Herkunft, die haben ja alle die Uni durchschritten und so weiter und 4 verschiedene Abschlüsse vorher gemacht, Bachelor, Master, dann Promotion und vorher noch Abitur. Also da dürfte es doch eigentlich keinen Unterschied mehr geben. Tatsächlich ist es so, selbst wenn die Leute einen Doktorgrad haben, spielt die soziale Herkunft noch eine sehr große Rolle. Und das ist halt, das geht halt bis quasi bis zur Beerdigung. Ne? Da gibt es ja auch eine interessante Untersuchung darüber, wer wird wie beerdigt. Und das beginnt eben schon viel früher, diese Bildungsbenachteiligung. Die beginnt die schon mit vor der Geburt. Wir hatten in Deutschland das sogenannte Erziehungsgeld. Das Erziehungsgeld ist eingeführt worden, weil gesagt wurde, okay, die Menschen haben unterschiedliche Startchancen in Deutschland und es steht ja im Grundgesetz, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, damit ist soziale Herkunft gemeint, es darf niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden. Und da müsste der Staat dafür sorgen, dass die Menschen, die in ärmeren Familien mit weniger Bildung und problematischeren Stadtteilen geboren werden, dass die
als Ausgleich einen kleinen Startvorteil haben. Und das war dann das sogenannte Erziehungsgeld. Das ist in den 80er Jahren eingeführt worden. Familien, die weniger Geld haben, das ging aber bis weit in die Mittelschicht, die haben vom Staat für 2 Jahre 300 Euro bekommen. Doch 300 Euro. Zuerst natürlich 600 D-Mark und später dann 300 Euro für 2 Jahre, jeden Monat. Das sollte so ein Ausgleich sein. Und Reiche haben das nicht bekommen. Also Leute, die wirklich viel Geld verdient haben, da wurde gesagt, das brauchen die ja nicht, das soll ein Ausgleich sein. Dann gab es in Deutschland die Diskussion, um 2005 ging das ungefähr los, in Deutschland kriegen die Falschen die Kinder. Wir haben viel zu wenig Akademikerinnen Kinder und Renate Schmidt, die war damals Ministerin für die SPD, die hat dann argumentiert, ja, wir haben ein Problem, wir haben zu wenig Ingenieure in Deutschland, wir haben zu wenig Akademiker, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen Ingenieure werden, dass wir mehr Akademiker haben, dass mehr Menschen studieren. Und PISA hat ja gezeigt, dass nur Akademikerkinder studieren oder zum Großteil Akademikerkinder studieren. Also brauchen wir mehr Akademikerkinder. Also müssen wir dafür sorgen, da muss der Staat eingreifen und der muss dafür sorgen, dass Akademikerinnen mehr Kinder bekommen. Und das wurde dann auch umgesetzt. Es gab dann das sogenannte Elterngeld, ist dann eingeführt worden. Das Elterngeld ist dann abhängig vom Job. Das heißt, wer mehr Geld verdient, bekommt mehr Elterngeld. Das ist dann gekoppelt mit der Elternzeit. Man nimmt sich dann frei und bekommt dann aber trotzdem 66% vom Einkommen bis zu 1.800 Euro im Monat, ein Jahr lang. Die SPD wollte dann, dass zumindest, wer gar kein Einkommen hat, dass es zumindest dann noch 300 Euro gibt. Allerdings nur noch ein Jahr, das wäre dann halt um die Hälfte gekürzt worden, das Erziehungsgeld. Die CDU hat dann aber dafür gesorgt, dass diese 300 Euro, die Menschen bekommen, die Hartz IV haben, dass das dann mit Hartz IV verrechnet wird. Das heißt, sie bekommen dann gar nichts. Also genauso wie Kindergeld, genauso wie Kindergeld mit Hartz IV verrechnet wird, wird auch das Elterngeld mit Hartz IV verrechnet. Und das ist Absicht. Ne? Das hat dann auch Merkel so gesagt von der Arbeitgeberkonferenz. Einerseits ist das Elterngeld gut, weil das ja dafür sorgen soll, dass auch Väter sich um die Kinder kümmern. Darum geht es aber eigentlich nicht. Das sollen die sowieso machen und die Arbeitgeber sollen auch dafür sorgen, dass die Männer dann freigestellt werden, wenn sie kleine Kinder haben. Aber es geht eigentlich darum, dass dafür gesorgt wird, dass es mehr Akademikerkinder gibt. Das ist ganz klar gerichtet gegen Arbeiterkinder. Gut, das geht also schon vor der Geburt los und und Kita, da gibt es auch verschiedene Untersuchungen. Die AWU-Studie Arbeiterwohlfahrt, die hat eine Studie gemacht über mehrere, so eine Langzeitstudie, wo die halt Kinder begleitet haben von den frühesten Jahren in der Kita bis zur Einschulung und dann bis zum Ende der Grundschule im Vergleich soziale Herkunft. Und die haben dann gesagt, es gibt halt auch in der Kita schon Nachteile. Arbeiterkinder oder Kinder mit niedriger sozialer Herkunft sind sehr, sehr, sehr viel seltener in Kitas. Kitas kosten oftmals noch Geld in verschiedenen Bundesländern und die besseren Kitas sind auf jeden Fall dann noch teurer und so weiter. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch schon Unterschiede. Bei der Einschulung ist es dann so, dass verhaltensauffällige Kinder danach eingeschult werden oder nicht eingeschult oder noch zurückgestellt werden, welche soziale Herkunft sie haben. Das heißt, verhaltensauffällige Kinder, die aus einer sogenannten Unterschicht kommen, niedrige soziale Herkunft haben, die werden zurückgestellt. Während Kinder, die verhaltensauffällig sind, dann trotzdem eingeschult werden, wenn sie halt eine höhere soziale Herkunft haben. Also das sind halt Ergebnisse halt von dieser AWO-Studie. Gut, bei der Grundschule, und da komme ich jetzt eben zu dieser Tabelle, die ist von IGLU. IGLU ist die internationale Grundschulleseuntersuchung. Internationale Grundschulleseuntersuchung ist quasi das gleiche wie PISA. PISA bezieht sich allerdings auf 14-Jährige, während IGLU sich auf Viertklässler bezieht. Und auch international vergleichend und so weiter findet auch regelmäßig statt. Alle 5 Jahre gibt es eine neue IGLU-Studie. Und da zeigt sich dann Folgendes.
also die haben dann ausgewertet für Deutschland, wie sieht das aus mit einer Gymnasialpräferenz der Lehrkräfte? Und haben dann einen Vergleich gemacht. Sie sprechen dann von der Service Class, das sind die reicheren, EGP 1 und 2, das sind so verschiedene Gruppen, da geht es um den Beruf der Eltern, wie viel Geld die verdienen, wie hoch das Ansehen ist, aber auch der Bildungsgrad der Eltern, das wird so miteinander vermischt. So, und daraus ergeben sich dann unterschiedliche Klassen, EGP-Klassen. Und da wurde halt diese Service Class verglichen mit der sogenannten Working Class. Das sind ja Kinder aus mit einer sozialen Herkunft aus den EGP 5, 6 und 7 Gruppen. Das ist so ein Vergleich. Und bei diesem Vergleich wurde dann abgefragt, wie sieht es da mit der Gymnasialpräferenz der Lehrkräfte aus? Ja, und da muss man sich jetzt erstmal nur das Modell 1 anschauen. Und das ist dann halt die Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Kindern, von reicheren Eltern gegenüber Kindern aus der Arbeiterklasse, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen? Und das wurde dann jedes Jahr neu ausgewertet. 2001 war die Wahrscheinlichkeit 4,18 mal so hoch. 2006 ist sie ein bisschen zurückgegangen, 4,06 mal so hoch. 2011 4,48 mal so hoch und 2016 schon 5,13 mal so hoch. Das heißt, es wurde abgesehen von 2006, aber dafür umso mehr 2011, immer wahrscheinlicher, dass wenn man halt reiche Eltern hat, dass man dann eher eine Gymnasialpräferenz bekommt von den Lehrkräften als ärmere Kinder. Gut, da kann man natürlich sagen, ja, es geht ja, es wird ja die Leistung getestet. Und bei Kindern von Reicheren, von Akademikern, die haben mehr Bücher zu Hause, denen wird vorgelesen, die haben mehr Vorbilder. Die Eltern diskutieren vielleicht sogar mehr mit denen, da gibt es weniger Problemfälle vielleicht. Und dann ist es einfach so, dass die einfach besser lesen können. Ja, die kriegen vielleicht auch Nachhilfe und es wird sich mehr um die gekümmert. So, und wenn sie dann einfach besser sind, dann ist es auch gut, wenn die dann aufs Gymnasium gehen. Darum geht es ja. Das soll nach Leistung getestet werden. Und ein Gegenargument wäre dann zu sagen, ja, aber die Schule soll jetzt ja nicht einfach das abbilden. Die soll jetzt nicht einfach diese Unterschiede abbilden, sondern im Grundgesetz steht ja drin, niemand darf aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden. Also müsste doch die Schule dafür sorgen, innerhalb von diesen 4 Jahren Grundschule, dass die Kinder trotz unterschiedlichem Elternhaus auf den gleichen Stand kommen. Das heißt, wenn die halt keine Bücher zu Hause haben, dann kriegen die Bücher. Wenn denen nichts vorgelesen wird, dann wird denen halt vom Staat vorgelesen. So könnte man argumentieren, das müsste doch eigentlich ausgeglichen werden. Das passiert aber nicht. Und nicht nur das passiert nicht, sondern wenn man sich jetzt das Modell 3 anschaut. Bei Modell 3 wurden dann die Gruppe genommen, das sieht man hier unten, Modell 3, das ist Kontrolle der kognitiven Fähigkeiten und der Lesekompetenz. Das heißt, da wurden nur die Schüler und Schülerinnen miteinander verglichen, die die gleichen kognitiven Fähigkeiten haben, also den gleichen Intelligenzquotienten, also die gleichen rationalen Denkleistungen und die gleiche Lesekompetenz. Also das heißt, Lesekompetenz, lesen können, sich Texte erschließen können und so weiter. Das, wenn man die beiden Sachen zusammennimmt und daraus dann eine Gruppe macht, die genauso gut denken können, die genauso gut lesen können, dann müsste doch eigentlich gesagt sein, okay, die müssten alle die gleiche Gymnasialpräferenz bekommen. Oder man könnte so argumentieren, dass man sagt, wenn Akademikerkinder einen Startvorteil haben und denen mehr vorgelesen wird, die mehr Bücher zu Hause haben, die besseren Bücher zu Hause haben, wo die vielleicht auch die ein Elternteil zu Hause bleiben kann, weil das andere Elternteil so viel Geld verdient, dass nicht beide arbeiten müssen und so weiter, dann müssten doch eigentlich bei der gleichen Leistung dann eher Arbeiterkinder bevorteilt werden. Oder das heißt bevorteilt werden, die haben ja eine größere Leistung dann vollbracht, weil sie halt mit schlechteren Startchancen die gleiche Leistung erbracht haben. Das kann man sich vorstellen wie so ein Wettrennen. Ne? Die kommen gleichzeitig durchs Ziel, aber die Arbeiterkinder haben einen längeren Weg, weil die ja mehr Weg zurücklegen mussten. Ne? Weil die ja, die hatten ja, oder das Bild, die einen, die hatten vielleicht die gleichen Startbedingungen, ne? Die gleichen Start
Block, sind gleichzeitig durchs Ziel gekommen. Aber bei den einen war es ein Hürdenlauf und bei dem anderen war es kein Hürdenlauf. Die konnten so durchrennen. Ja, das ist vielleicht dieses Bild mit den Hürden. So, und wenn man halt einen Hürdenlauf in der gleichen Zeit geschafft hat wie andere ohne Hürdenlauf, dann hat man ja eigentlich eine bessere Leistung gebracht. Dann müsste man auch viel eher zum Gymnasium empfohlen werden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bei gleicher Kognition und bei gleicher Lesekompetenz, also bei den gleichen Fähigkeiten, bei den gleichen Denkfähigkeiten, bei den gleichen Lesefähigkeiten, sieht es so aus, dass 2001 Kinder aus der Service Class gegenüber Kindern aus der Working Class eine 2,63-mal so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, von den Lehrkräften eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. 2006 2,72-mal so hoch, das heißt, es ist mehr geworden, es ist ungerechter geworden, noch ungerechter geworden. 2011 waren schon 3,14-mal so krass und 2001 war es 3,37-mal. Jetzt kommt demnächst die neue PISA-Studie raus von 2021, dauert noch ein bisschen, aber da bei der neuen, nicht PISA, bei der neuen IGLU-Studie kommt dann jetzt nochmal Corona spielt da mit rein. Das heißt, das wird nochmal, sehr wahrscheinlich nochmal sehr viel stärker werden, was halt die Chancen angeht. Okay, also eine riesen Ungerechtigkeit. Ja, da kann man auch fragen, ja, wie kommt das mit den Lehrkräften? Da gibt es natürlich Vorurteile. Ne? Auch Lehrerinnen sind auch nur Menschen und wir haben alle Vorurteile, sexistische Vorurteile, rassistische Vorurteile, klassistische Vorurteile. Ist einfach da, ne? Das ergibt sich einfach, ja, ist so, ist blöd, aber ist nun mal so und sie sind auch nur Menschen. Dann kann es auch sein, dass sie sich denken, okay, der Kevin oder die Jacqueline, die sind eigentlich ganz gut, die sind ziemlich fit, aber beim Gymnasium wird das später so sein, dass man einfach Nachhilfe braucht. Ja, die Eltern müssen sich einfach kümmern. Und da wird dann Kevin oder Jacqueline oder Chantal, die werden da dann keine Nachhilfe bekommen. Also schicke ich die einfach da zur Realschule oder zur Hauptschule. Da sind auch die Freunde von denen, da sind dann auch die Geschwister und so weiter. Und die werden dann da ihren Weg schon machen. Das muss ja auch nicht jeder studieren. Das heißt, das ist gar nicht so böse gemeint. Und was natürlich noch hinzukommt, Lehrkräfte dürfen ja nicht alle Kinder zum Gymnasium schicken. Das heißt, sie müssen ja eine Auswahl treffen. Und es gibt natürlich dann auch Eltern, die Ärger machen. Das heißt, wenn ich dann den Alexander oder andere dann halt, wo die Eltern Juristen sind oder Professoren oder bekannte Chirurgen oder was weiß ich, ne, wenn ich die dann halt nicht zum Gymnasium schicke, dann kann es sein, dass die Ärger machen. Ne, und wenn ich halt aber den die Kinder halt von Arbeitslosen oder von Leuten, die bei Lidl arbeiten, nicht zum Gymnasium schicke, dann werden die sagen, ja, sie werden das schon wissen. Ne? Die gucken halt, Juristen und so weiter gucken halt auf Grundschullehrerinnen herab, die sagen, was bildet die sich ein, während Leute, die beim Lidl arbeiten oder beim Aldi oder wenig Geld haben, arbeitslos sind, die denken dann ja, das ist ja die Schule und die werden das schon wissen. Ja, die können das besser einschätzen als ich. So. Genau, das heißt, es findet eine ganz klar, das ist ganz klar dokumentiert. Das ist nicht nur die einzige Studie und diese Studie macht das ja alle 5 Jahre und alle 5 Jahre kommt das gleiche Ergebnis daraus, beziehungsweise es wird immer schlimmer. Es gibt dann noch weitere Studien. Es gibt die Lernausgangsstudie aus Hamburg. Es gibt eine Studie, wo das mit Noten durchgegangen wurde in Hessen, in Darmstadt gab es eine Studie. Dann gibt es, oder Wiesbaden war das, glaube ich, dann gibt es von dem Wissenschaftszentrum Berlin gibt es halt Studien, die nochmal gegengetestet haben, wie sieht das eigentlich mit Neugier aus und so Soft Skills und Aufmerksamkeit, Mitarbeit an der Schule. Wenn man das noch mit reinnimmt, dann wird es nochmal krasser. Ja, dann werden die Zahlen hier noch größer. Gut, also Diskriminierung.
Wie wird mit dieser Diskriminierung umgegangen? Das ist halt auch spannend, weil und die nächste Folie, weil es wurde halt darüber berichtet. Ne? Zum Beispiel hat die, wer war das? Die Berliner Zeitung hat dazu geschrieben, zu dieser Auswertung. Zu einer gewachsenen sozialen Ungleichheit sagt Boos, es ist schlicht und ergreifend eine einzige Chance, eine einzige Schande, dass wir Kinder nicht zu dem Erfolg führen. Ja, Boos ist halt derjenige aus vom Dortmunder Schulforschungszentrum, der immer diese Studien macht. Der hat dann da was zu gesagt. Es ist schlicht und ergreifend eine einzige Schande, dass wir Kinder nicht zu dem Erfolg führen, der ihnen eigentlich entspreche. Schüler aus bildungsnahen Elternhäusern haben demnach eine deutlich höhere Chance auf eine Gymnasialempfehlung als ihre Mitschüler aus sogenannten bildungsfernen Familien. Diese Chance war für Schüler aus einem Elternhaushalt der oberen Schicht 2011 insgesamt 2,6 Mal und im vergangenen Jahr 3,4 Mal so hoch. Nur in drei weiteren Vergleichsländern ist laut Studie die soziale Ungleichheit bei der Bildungskarriere noch größer. Immerhin, Sie haben darüber berichtet, es wurde nur sehr wenig darüber berichtet, über die IGLU-Studie, aber wir wissen jetzt, die haben falsch darüber berichtet. Die haben geschrieben, diese Chance war für Schüler aus einem Elternhaushalt der oberen Schicht 2011 2,6 Mal und im vergangenen Jahr 3,4 Mal so hoch. Schauen wir uns nochmal an. Tatsächlich war sie 2001 4,18 Mal, 2006 4,06 Mal, 2011 4,48 Mal, 2016 5,13 Mal so hoch. Ja, das stimmt halt nicht. Was sie gemacht haben war, sie haben nicht Schüler verglichen aus einem Elternhaus der oberen Schicht, sondern die haben hier das Letzte herangezogen. Ja? Die haben das Modell 3 herangezogen. Das schreiben die aber nicht. Und wer das jetzt liest, ja, wer dann halt die Zeitung liest und der sieht dann halt, die Chance war 2,6 Mal so hoch, beziehungsweise 3,4 Mal so hoch, der wird sich denken, ja okay, die sind einfach besser, die Kinder aus höheren Schichten, die können besser lesen, ne, das hat dann schon seinen Sinn. Ne? Das heißt, eine ganz klare Falschwiedergabe. Es hätte heißen müssen, 4,18 Mal so hoch und nicht 2,6 Mal so hoch, beziehungsweise 5,13 Mal so hoch und 3,4 Mal so hoch. Gut, was soll das? Ne? Ich habe daraus geschlussfolgert, entweder das ist bösartig, das glaube ich aber nicht. Oder es ist Desinteresse. Das glaube ich schon eher. Das ist komplettes Desinteresse. Das interessiert keinen. Die wirklichen Zahlen sind nicht von Interesse. So, dann schauen wir uns die linken Medien an. Das habe ich auch überprüft. Was schreibt eigentlich DGB? Was schreibt die Taz und so weiter? Was schreibt die Junge Welt? Und bei der Jungen Welt, die ja eigentlich eher eine linke Zeitung ist, steht: Zugenommen hat laut der Studie auch die soziale Selektion im BRD-Grundschulsystem. 2001 war die Chance auf eine Gymnasialempfehlung für Kinder aus Familien von Besserverdienenden bereits 2,6 Mal so hoch wie bei Elternhäusern ohne hohe Einkünfte oder Eigentum. 2016 war diese Chance schon 3,4 Mal so hoch. Das heißt, genau das gleiche Desinteresse, weil hier bei der Jungen Welt gehe ich jetzt recht nicht davon aus, dass sie jetzt bösartig da Zahlen verfälschen wollen, um das Ganze schöner darzustellen. Es ist einfach ein Desinteresse, auch bei der Jungen Welt. Das interessiert nicht. Die wirklichen Zahlen interessieren nicht. Hätte es ein Interesse gegeben, hätte man sich das angeschaut und dann hätte man die richtigen Zahlen genannt. So. Und dann noch als ein weiteres Beispiel. Der Spiegel. Der Spiegel, Jan Fleischhauer schreibt, zu der IGLU-Studie. Ich kann mir das Versagen nur so erklären, dass die Eltern kein Interesse an Büchern haben und ihnen sogar feindselig gegenüberstehen. Ein Kind, das trotz der Anstrengungen seiner Eltern nach 4 Jahren Schule nicht richtig lesen und schreiben kann, muss aus einem Umfeld stammen, in dem man jede Bildungsanstrengung regelrecht zunichte macht. Das ist der Spiegel, Jan Fleischhauer. Das heißt, der hat die Studie überhaupt gar nicht gelesen. Der hat vielleicht irgendeine Überschrift gelesen, und der hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass Gruppen verglichen wurden mit der gleichen Lesekompetenz, mit der gleichen kognitiven Kompetenz
Und da ist dann bei rausgekommen, dass die eine geringere Gymnasialempfehlung bekommen. Und der sagt dann einfach, schreibt dann einfach seine Meinung runter, naja, die Eltern sind schuld. Ne? Die Eltern, die haben keine Bücher, lastet ihnen das an, dass sie keine Bücher haben, lastet ihnen an, dass sie feindselig gegenüber der Schule stehen und so weiter. Ne? Wie kommt der Spiegel dazu, so einem Typen überhaupt irgendein Forum zu bieten? Also das frage ich jetzt auch als Arbeiterkind, wo ich denke, wenn man halt im Spiegel eine Kolumne hat, ne, wenn man halt im Spiegel alle 2 Wochen was schreiben kann, dann muss man ja wirklich was auf dem Kasten haben. Dann muss man ja wirklich, das sind doch diese Vorurteile, die wir haben als Arbeiterkinder. Wir denken halt, wenn man halt ein Stipendium bekommt, wenn man halt im Spiegel schreibt, ne, dann muss man wirklich richtig so ein halbes Genie sein. Ne? Tatsächlich haben die da Leute sitzen, die von nichts eine Ahnung haben. Ja, also ich muss mich wirklich zurückhalten, wenn ich sowas lese von diesem Fleischhauer, der einfach da seine völlig inkompetente Meinung herunterschreibt und das wird nicht gegengelesen vom Spiegel. Die lassen den das einfach so machen. Ne? Und Spiegel ist jetzt nicht unbedingt eine rechtsextreme Zeitung oder so, da könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen. Aber das ist halt, so wird halt über Bildungsbenachteiligung in Deutschland berichtet. Also gar nicht, beziehungsweise komplett falsch. Gut. Ja, dann geht es jetzt weiter. Ich muss eben auf die Zeit achten. Oh, ist schon weit fortgeschritten. Mit einer weiteren Folie. Da möchte ich kurz eingehen nochmal auf Klassismus insgesamt. Klassismus ist Unterdrückung aufgrund der sozialen Position und der sozialen Herkunft, beziehungsweise Klassismus ist Unterdrückung aufgrund des sozialen Status. Ne? Man kann soziale Position und soziale Herkunft zum sozialen Status zusammenfassen. Da bin ich gerade ganz erfreut, dass in Berlin jetzt das erste Landesantidiskriminierungsgesetz durchgesetzt wurde von Rot-Rot-Grün, wo gesagt wird, dass niemand aufgrund des sozialen Status benachteiligt werden darf. Und das gilt insbesondere für Behörden. Ne? Dieses Landesantidiskriminierungsgesetz gilt für Behörden. Ansonsten steht in keinem einzigen Gleichbehandlungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz, soziale Herkunft oder soziale Position. Also soziale Position meint dann eher sowas wie Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, ne? Während soziale Herkunft meint. Nirgendwo ist das halt im Gesetz drin, ne? Außer im Grundgesetz, aber bei den ganzen Antidiskriminierungsgesetzen fehlt das. So ein Klassismus ist aber genauso eine Diskriminierung wie andere Diskriminierungen auch. Sie findet statt in diesen Bereichen, die Iris M. Young die 5 Faces of Oppression nennt, die 5 Gesichtspunkte der Unterdrückung, die man bei allen Unterdrückungsformen, egal ob das Rassismus ist oder Behindertenfeindlichkeit oder Sexismus oder Transphobie oder Heterophobie, Homophobie, die findet man in allen diesen Bereichen gleichzeitig, nämlich Marginalisierung, Ausbeutung, Macht, Gewalt und Kulturimperialismus. Das sind Unterdrückungsformen, die sich in diesen Unterdrückungen zeigen. Das sind Gesichtspunkte dieser Unterdrückung. Marginalisierung ist klar bei Klassismus, da geht es eben einerseits um die Marginalisierung, Abschiebung von Arbeiterkindern auf die Hauptschule, also nicht zulassen aufs Gymnasium, nicht zulassen zum Studium, außer Ausnahmen. Ne? 20% dürfen dann ja, im Gegensatz zu 75% von Akademikerkindern. Also Marginalisierung heißt ja nicht, dass alle komplett immer gleich komplett weggeschoben werden, aber ein Großteil schon und eben auch nicht fair. Ne? So, Marginalisierung meint aber auch diese Ghettoisierung, die Ausgrenzung halt in der Stadt. Und da kommen dann gleich auch wieder sowas wie Gesundheitschancen spielen da dann auch wieder eine Rolle. Also ich habe das jetzt in Göttingen zum Beispiel, gibt es ein Hochhaus, da sind auch viele Studierende, die kein Geld haben. Die nehmen sich halt das, was am billigsten ist
und sind dann auch in dieses Hochhaus gezogen, was jetzt komplett unter Quarantäne gestellt wurde. 700 Menschen wurden jetzt unter Quarantäne gestellt. Das ist halt billiger Wohnraum. Ja, und da ist dann natürlich auch gleich das Risiko viel größer, sich halt also zu erkranken oder eben nicht gesund zu leben. Und das hat sich da jetzt ganz klar gezeigt. Also Corona ist eine Art Brennglas, die diese Unterdrückung noch sehr viel deutlicher zeigt. Man spricht dann auch von Umweltklassismus, beziehungsweise ich spreche halt von Umweltklassismus. Es gibt den Begriff Umweltrassismus. Umweltrassismus meint, dass Umweltschäden oder auch eine ungesunde Umwelt sehr viel häufiger Schwarze betrifft als Weiße. Das heißt, es findet ein Rassismus statt über verschiedene Umwelten, in denen man lebt. Das heißt, die Klimakatastrophe, die wirkt sich so aus, dass Schwarze eher davon betroffen sind als Weiße. Ich habe damals in New Orleans, habe ich nach Katrina, nach dieser Überflutung von New Orleans, habe ich da mitgearbeitet und da hat sich dann auch diese Umweltkatastrophe, dieser Hurricane, der sich dann auf New Orleans zubewegt hat und da ganze Stadtteile 4 Meter unter Wasser gesetzt hat, tagelang. Das waren dann hauptsächlich Arme und Schwarze, die davon betroffen waren und die Reichen und Weißen nicht. Und die Hilfe, die es dann damals gab, die war dann halt vom Staat, war dann auch nochmal für die Weißen. Das heißt, das ist halt Umweltklassismus und der ist dann meistens auch gleichzeitig Umweltrassismus. Laute Straßen, an denen man wohnt, Fluglärm, Müll, Gifte und so weiter, die sind sehr viel stärker betreffen die Ärmere als Reichere. Und das ist dann gesundheitlich dann auch, hat das Folgen. Und mit der Gesundheit, das hat dann wiederum Folgen auch für den Bildungsaufstieg, weil wenn man häufig krank ist, kann man eben nicht so gut lernen wie andere, die sich halt an der besten Gesundheit erfreuen. Ausbeutung ist klar, ne? Das muss man einfach nur mal Marx lesen, der schreibt ganz viel dazu. Dann Macht ist auch klar, einfach durch Studium, ne? Wer halt studiert hat, kommt dann später in Berufe rein, die sehr viel mehr mit Macht zu tun haben, als Leute, die dann eben nur einen Hauptschulabschluss haben, aber gar keinen Abschluss, sie sind letztlich machtlos. Gewalt, Ärmere haben sind häufiger Gewalt ausgesetzt als Reichere. Und gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass die Ärmeren die Gewalttätigen sind. Ja, das wird denen auch nochmal zugeschoben. Die Ärmeren, das ist die gewalttätige Klasse, das ist die gefährliche Klasse. Der Proll, ne, ist ein typisches Beispiel, man spricht von dem Proll, der da rumprollt, ne, und nicht auf Frauen Rücksicht nimmt und so weiter. Und Proll kommt von proletarisch, also von Prolet, also von Arbeiter. Man könnte ja auch sagen, fällt jetzt kein Wort ein für die Superreichen, ne, dass die eben besonders gewalttätig sind, aber macht man nicht. Gut, Kulturimperialismus, da gehe ich jetzt drauf ein. Bei Kulturimperialismus ist es so, das hat was zu tun mit der Gewalt. Ne? Und zwar ist die Klasse, die Arbeiterklasse hergestellt worden in einem 400-jährigen Prozess von Gewalt. Ne? Es gibt von Michel Foucault, gibt dieses Buch, ist super zu lesen, ist auch nicht schwierig, also das empfehle ich auch gerne, Überwachen und Strafen, wo er sich halt die Entstehung der Disziplinargesellschaft angeschaut hat, wie ist das eigentlich entstanden mit den mit den Knästen, mit dem Militär, mit der Disziplin, mit dem Exerzieren und so weiter. Ne? Und das war eine Disziplinierung, die sich dann eingeschrieben hat. Das war ein 400-jähriger Prozess. Der hat dann auch zu traumatisierender Gewalt geführt. Ne? Das war die traumatisierende Gewalt bildet sich auch ab als gesellschaftliche Traumatisierung. Das heißt, die Ärmeren, bei denen hat sich das eingeschrieben. Ne, wenn man halt sich wehrt, dann kriegt man einen auf den Deckel. So, das ist ganz oft, so bei meinen Eltern war das so, die wussten hier, als Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiterin kannst du noch so viel arbeiten, du wirst einfach nicht reich. Das ist denen klar. Ne? Aber gleichzeitig sagen die dann, ja, aber man kann ja nichts machen. Ne, das ist halt eingeschränkt. Und es ist eben so, die Gedanken der Herrschenden sind die herrschenden Gedanken. Und das hat zu tun eben mit diesen Traumata, dass man eben nicht, dass die Angst, die damit verbunden ist, die führt dazu, dass man auch nicht richtig
das alles durchdenken kann und man hat auch gar nicht die Muße dazu, das alles richtig zu durchdenken. Es fehlt auch die fehlende Bücher, es fehlt die Reflexionsmöglichkeit und so weiter. Ja, also das heißt, diese Gewalt führt dazu, dass es halt, dass Arbeiter von sich selber denken, dass sie tatsächlich dahin gehören, wo sie sind und dass es alles schon seine Richtigkeit hat. Und wenn es nicht seine Richtigkeit hat, kann man nichts dagegen machen. Gut, dieser Kulturimperialismus, habe ich ja gerade schon gesagt, da ist eben die Iris M. Young, die dann vom doppelten Bewusstsein spricht mit Du Bois. Du Bois ist ein Schwarzer aus den Vereinigten Staaten, der vor 100 Jahren bei Max Weber in Deutschland studiert hat. Und der hat da auch so ein kleines Büchlein geschrieben und der hat vom doppelten Bewusstsein gesprochen, meinte jetzt aber nicht die Arbeiter, sondern die Schwarzen. Und doppeltes Bewusstsein heißt, Schwarze sehen sich mit den Augen der Weißen. Sie sehen sich selber durch das Bewusstsein der Weißen. Also ihr Bewusstsein ist quasi doppelt. Sie haben Bewusstsein, aber das ist geprägt durch die Bewusstsein der Weißen. Das bestimmt den Blick. Das ist dieses doppelte Bewusstsein. Und das macht den Kulturimperialismus aus, der dann eben damit dazu führt, dass Arbeiterkinder denken, ja, ist auch ganz okay, wenn ich nicht studiere oder ich gehöre da nicht hin. Popitz spricht dann auf dem zweiten Bewusstsein. Der hat Arbeiter untersucht in den 50er Jahren und hat da dann festgestellt, dass sie sehr frei und offen über ihre Hobbys reden und sehr stolz über ihre Familie und so weiter. Nur wenn es dann halt um die da oben geht, um die oberen 10.000, dann hat er festgestellt, Popitz, dann wurde die Sprache komplett unklar. Sie wussten gar nicht genau, was sie da reden. Sie haben nur noch genuschelt. Auch körperlich haben die dann haben die sich klein gemacht, haben nach unten geguckt und so weiter. Ne? Und dieses nach unten gucken, dieses sich klein machen, so diese körperlichen Reaktionen, dass der Körper dann auch nicht mehr mitspielt. Ne? Das, wenn man halt frei auftritt, ist der Körper auch frei. Man nimmt mehr Raum ein, man steht aufrecht, man hat eine klare Aussprache, man hat einen klaren Blick, man guckt die Leute an. Ne? Wenn man aber das, was der Popitz da festgestellt hat, dieses zweite Bewusstsein hat, dann macht man sich klein, dann macht man sich, dann macht man quasi einen Diener. Dann macht man, man ist dann nicht ein Diener, sondern man macht dann sich klein, guckt nach unten, ne, und will am liebsten gar nicht da sein. Das macht sich übrigens auch bemerkbar dann an der Uni, als ich zum ersten Mal ein Referat gehalten habe. Da war ich gar nicht, ich hatte eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein. Ich habe gedacht, ja, ich kenne mich damit sehr gut aus. Ich habe das alles gelesen, was da verlangt wurde. Ich habe das schon vorher gelesen gehabt. Ich habe das gerne gelesen, ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht. Aber als ich dann vorgelesen habe, bin ich rot geworden und ich habe so leise gesprochen, dass mich wirklich niemand verstanden hat. Und das war Absicht. Das war keine Absicht, das war genau dieses, der Körper spielt nicht mit. Ich konnte nicht bestimmen, ob ich rot werde oder nicht. Und dieses leise Sprechen, das war dann auch, das war dieses zweite Bewusstsein. Ne? Ich mache mich selber klein. Das ist, Bourdieu spricht dann auch vom Habitus. Der Habitus, da steckt das Wort haben drin und das ist hängt tatsächlich auch von der Wortherkunft damit zusammen, wie ich mich habe, beziehungsweise wie ich mich gebe. Ne? So wie ich mich habe, so gebe ich mich auch. Und wie man sich hat, das entscheiden die ersten Lebensjahre, das sagt Pierre Bourdieu. Ne? Mein Habitus, der ist geprägt von meiner sozialen Herkunft. Er spricht dann auch vom männlichen Habitus, also es gibt auch nochmal das Gleiche bei männlich und weiblich. Es gibt einen weiblichen Habitus, einen männlichen Habitus. Aber er hat das eigentlich deutlich gemacht am Klassenhabitus und er sagt, dieser Klassenhabitus, das ist das Klassenunbewusste, das Klassenunbewusste. Das ist halt, wie ich mich habe, das ist unbewusst. Das läuft alles unbewusst ab und das geht mit dem Körper zusammen. Das kann man auch nicht einfach so abstellen. Ich kann nicht einfach sagen, ich kann nicht einfach denken, ich werde jetzt nicht rot. Ich kann nicht einfach denken, ich stotter jetzt nicht. Ne? Sondern das macht der Körper. Und der Körper stellt sich dann gegen ein. Das ist internalisiert. Das ist drin. So, und deswegen ist es ganz schwierig, da rauszukommen. So, und umgekehrt ist es so, das sagt der Michael Hartmann in seinen Studien zu den Leuten, die einen Doktorgrad haben. Er sagt, was entscheidend ist, letztlich, um Karriere zu machen, also ganz weit oben Karriere zu machen, also irgendwann Professor zu werden oder im DAX-Führungsunternehmen zu sein oder so, das ist nicht das Wissen. Das ist natürlich auch Voraussetzung. Da kommt auch niemand rein, der jetzt überhaupt keine Ahnung hat oder nicht richtig, überhaupt nicht denken kann. Das ist schon wichtig. Aber was
ganz wichtig ist, dass es auch nicht die Klamotten oder dass man weiß, wer welche Oper wo irgendwo aufgeführt hat oder so, sondern das ist das souveräne Auftreten, Souveränität. Und dieses souveräne Auftreten, also mir gehört die Welt, ihr könnt mir nichts, wenn ihr mich hier nicht nehmt, ne, das ist Pech für euch, dann werde ich halt die nächst bessere Stelle kriegen. Ist sowieso für mich ja alles nur Training. Ne? Ich habe eh nichts zu verlieren, ich werde Millionen erben. Ne? Also so ein Auftreten ist ein ganz anderes Auftreten als das von einem Arbeiterkind, was denkt, ich gehöre da eh nicht hin. Ne? Da gibt es auch einen Begriff für, das ist das Impostor-Syndrom. Impostor-Syndrom heißt, das ist von Hochstapel, also das, gehöre eigentlich gar nicht an die Uni. Das ist Hochstapelei, dass ich an der Uni bin. Und irgendwann wird das rauskommen, dass ich gar nicht an die Uni gehöre. Na, das ist so ein typisches Ding von Arbeiterkindern, ArbeiterInnenkindern, dass sie denken, eigentlich gehöre ich ja gar nicht hierhin. Die anderen sind eigentlich alle viel schlauer als ich. Na, das ist dieses Hochstapler-Syndrom. Sie denken, sie seien Hochstapler. Und wenn sie dann schlechte Noten kriegen, dann denken die, ja, ich bin ertappt worden. Das ist ja auch klar, ich gehöre gar nicht hierhin. Und das ist natürlich ein ganz anderes Auftreten, als wenn man denkt, hier, mir gehört die Welt, egal welche Noten ich habe. Wenn ich halt keinen Doktorgrad habe, dann lasse ich mir das einfach schreiben, dann schreibe ich einfach irgendwo ab. Mir gehört der Doktorgrad, so wie bei Gutenberg. Ich bin halt was Besseres, ich bin das Hochwohlgeborenes. Und dieser Doktorgrad, der gehört mir einfach, egal. So, das ist halt ein ganz anderes Auftreten. Und jetzt komme ich zu dem Teil, den ich jetzt hier noch kurz vertiefen möchte. Wir haben auch gleich schon 9 Uhr, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen, also das mache ich nochmal kurz. Das ist die klassistische Kollektivsymbolik. Ja, also nicht abschrecken lassen von Fremdwörtern, die kann ich alle erklären, das ist nicht schwierig. Kollektiv meint ja Gemeinschaft und Symbolik meint, dass es ein Symbolsystem gibt, ein Gedankensystem, was sich in Bildern ausdrückt, was wir gemeinsam haben. Und das sind zum Beispiel Metaphern. Ne? Metaphern, die weiß man, und man weiß auch, dass die Metapher jetzt nicht wortwörtlich gemeint ist, sondern im übertragenen Sinn gemeint ist. Und von diesen Kollektivsymboliken gibt es sehr viele. Und diese Kollektivsymboliken, die sind geprägt von den Herrschenden. Ja, das ist eben... da muss man vorsichtig sein. Metaphern sind meistens Metaphern, die den Herrschenden eher nützen als den Ärmeren. Und mir ist dann aufgefallen beim Klassismus, dass das ganze Kollektivsymbolsystem, dieses ganze System, was diese ganzen Metaphern zusammenhält, die halt dann auch nochmal ineinander passen lässt. Jürgen Link, der beschäftigt sich intensiv mit diesen Kollektivsymbolen, der sagt, es gibt eine Synchronisierung von diesen Kollektivsymbolen. Die sind aufeinander abgepasst, die stimmen miteinander. Ne? Und dieses System von diesen synchronisierten Kollektivsymbolen, 4 Fremdwörter, nicht abschrecken lassen, ist ja ganz einfach, von diesem System von Metaphern, das aufeinander abgestimmt ist, da spielen oben und unten eine wichtige Rolle. Dass eben unten das Schlechte ist und oben das Gute. Das nenne ich Vertikalismen, von vertikal, von oben nach unten, so eine Stange quasi. Und diese Vertikalismen, die sind sehr wichtig, weil die sind miteinander gekoppelt, die sind miteinander abgepasst. Und da werde ich jetzt drauf eingehen noch kurz. Und zwar bei diesen Vertikalismen im Bildungsbereich bringe ich jetzt einfach Beispiele. Kennt ihr auch alle. Es fängt an mit niedriger Herkunft, habe ich gerade auch schon gesagt. Die mit einer niedrigen sozialen Herkunft. Das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit, weil niedrig meint nämlich in unserer Kollektivsymbolik meistens auch schlecht. Und das sieht man daran, dass wir den Begriff der Abwertung und den Begriff der Aufwertung haben. Wo der Begriff des Wertes an sich, der ist schon wichtig, der wird halt schon kollektiv dargestellt, mit oben und unten. Minderwertig, niederwertig ist unten, das ist das, was nicht so wertvoll ist, und hochwertig ist das, was wertvoll ist. Das heißt, unten und oben ist nicht neutral, sondern in unserer Sprache, das ist halt in anderen Sprachen anders, das ist in sogenannten primitiven Gesellschaften, in Stammesgesellschaften oder auch bei den Hopi-Indianern, Bei den Hopi-Gesellschaften in
den USA, Amerika ist es ganz anders. Die kennen das nicht. Die kennen oben und unten nicht als Wertesystem. Und die kennen oben und unten natürlich, aber nicht als Wertesystem. Und in unserem Wertesystem ist unten meistens schlecht, mangelhaft, und oben ist wertvoll und gut. Ne? Und wenn man dann sagt niedere Herkunft, dann hat man gleich das Mitschwingen, nieder ist schlecht. Ne? Also niedere Herkunft einerseits, dann höhere Herkunft andererseits. Dann Bildungsferne, die ist meistens dann auch unten, ne? Das ist halt unten die Bildungsferne. Dann höheres Bildungsniveau. Ne? Das ist dann halt, Niveau meint auch Plattform. Ne? Und je höher das Niveau ist, umso besser. Niveau ist immer eine horizontale, die vertikal abgestuft ist. Ja, Niveau ist halt auch ein schwieriger Begriff, weil er dann auch mit oben und unten arbeitet. Niedriger IQ ist völliger Quatsch, der Begriff, weil IQ kann nicht niedriger sein oder höher sein, weil IQ sind ja erstmal Zahlen und Zahlen sind ja nicht niedriger oder höher, sondern die sind größer oder kleiner. Ja, eine 2 ist nicht niedriger als 4. Eine 2 ist auch nicht rechter als eine 4 und die 2 ist auch nicht schmaler als eine 4. Eine 4 ist auch nicht breiter als eine 2. Das ist völliger Quatsch. Also das, eine 4 ist einfach größer als eine 2. Eine 2 ist kleiner. Also ein kleinerer IQ müsste das eigentlich heißen. Ja, okay, niedriger IQ, hoher IQ. Niedriger Bildungsweg, ne? Höhere Schule. Das heißt, die höhere Schule, Gymnasium ist eine höhere Schule. So, da gehören dann die höheren Töchter hin. So, die, oder die mit der höheren Herkunft oder die mit dem höheren Bildungsniveau oder die mit dem höheren IQ. Das ergibt dann halt Sinn alles. Ne? Das ist gut. Tiefbegabung. Ne? Inzwischen gibt es ja den Begriff Tiefbegabung. Wer sich auskennt mit Kinderfilmen, der weiß, dass es auch eine Tiefbegabung gibt. Aber eigentlich gibt es den Begriff nicht. Es gibt nur den Begriff der Hochbegabung. Ne? So, Hochbegabung. Dann kommt die Hochschule. Eine Hochschule heißt nicht Hochschule, weil die jetzt 35 Stockwerke hat, sondern Hochschule heißt, das ist irgendwas für die Höheren. Ne? Das ist für höhere Bildungsabschlüsse. So. Wenn man einen höheren Bildungsabschluss hat, dann hat man später auch eine höhere Verantwortung, was immer das auch sein mag, eine höhere Verantwortung. Ne? Und mit der höheren Verantwortung hat man später auch ein höheres Einkommen. Und höheres Einkommen meint dann nicht, dass man jetzt einen höheren Stapel hat mit Geldmünzen, die einfach vom Stapel her höher sind, weil es werden ja gar keine Geldmünzen mehr an Stapeln ausgezahlt. Man hat ja einfach ein Konto, beziehungsweise so eine Karte oder nicht mehr mal das, sondern nur noch so ein Handy irgendwie. Das ist also auch völliger Quatsch, das ist auch metaphorisch. Ne? Und das heißt, es gibt die gesamte Bildungssprache ist totaler Mumpitz. Die gesamte Bildungssprache ist manipulierend, weil wir denken uns so. Ja, wir denken, ich habe eine niedrige Herkunft. Ne? Und wir denken, das hier ist ein Bildungsaufstieg. Ne? Das ist alles völliger Quatsch. Das sind Metaphern. Man könnte das auch als umdrehen. Man könnte sagen, das hier ist eine höhere Herkunft, ist, wenn man halt aus einer Arbeiterschicht kommt. Und eine niedrige Herkunft ist, dass man aus einer Arbeit, wenn man aus einer Akademikerherkunft kommt. Könnte man sagen. Ne? Es gibt keinen Sinn, dass das so gemacht wird. Das hat aber zu tun eben mit Machtverhältnisse mit Herrschaft. Und zwar wurde schon in der Antike sich halt gedacht, dass der Geist von oben kommt, ne, der strahlt halt aus, ne, Emanation, der strahlt aus von oben nach unten und nach unten hin wird der Geist immer weniger. Und irgendwann wird das so wie Lichtstrahlen. Oben ist halt die Sonne, der Geist, der Gott und so weiter, der strahlt nach unten hin aus. Und nach unten verliert die Strahlkraft an Wirkung und ganz unten ist es dann finster. Da kommt dann auch nochmal so eine Metaphorik, so eine christliche Lichtmetaphorik mit rein, die dann auch letztlich rassistisch ist. Die Schwarzen sind die Dunklen, das ist dunkel. Die Weißen sind hell und so weiter, das ist gut. Hell ist dann oben, ist die Sonne und unten sind die dunklen Höhlen. Das ist dann einerseits oben und unten, das, was ich gerade dargestellt habe, mit diesen gesellschaftlichen Vorstellungen. Aber das macht sich auch nochmal im Körper bemerkbar. Im Körper ist auch der Kopf das Wichtige, das Haupt. Man spricht dann auch von Hauptmann. Der Hauptmann ist dann halt der Chef, der Haupt, das Haupt der Familie und so weiter. Der Haupt ist dann eben, oben ist das Gute, während unten eben Stinkefüße, das ist dann halt
Genau, und das ist dann auch genauso, dass oben und unten ist da auch so aufgeteilt. Oben ist gut, unten ist schlecht. So. Im Kopf, wie sieht es denn da aus mit der Psyche? Ne? Psychologie. Auch die Psychologie macht das ja nochmal klar, ne, mit Freud und anderen, die dann sagen, okay, es gibt das Über-Ich. Das Über-Ich ist über, das ist halt oben. Und dieses Über-Ich ist gekoppelt mit der Hochkultur. Ne? Das ist halt Hochkultur, Über-Ich, das hängt miteinander zusammen. Das passt dann auch schon wieder. Über-Ich, Hochkultur, passt. Und ganz unten ist dann das S. Ne? Das S ist dann halt, das sind die niederen Instinkte. Ne? Und klar, und dann sind halt diejenigen mit der niedrigen sozialen Herkunft, das sind diejenigen mit den niederen Instinkten, ne? Die dann halt eher auch so irgendwie Handarbeit oder Fußarbeit laufen, tragen und so weiter machen können, während oben dann eben die Hochkultur ist mit dem Über-Ich und so weiter, die dann eben Kopfarbeit machen. Das hängt alles miteinander zusammen. Das müssen wir uns klar machen, dass es letztlich nicht dieses Oben und Unten tatsächlich gibt. Und ich wäre halt dafür, diese Topologie um 90 Grad zu drehen. Ja, das heißt, wir sollten nicht mehr mit oben und unten denken, sondern wir sollten denken mit vorne und hinten, ne, mit Fortschritt und Rückschritt. Und diejenigen, die uns bekämpfen, die halt eine stärkere soziale Selektion einführen wollen und so weiter, die sind rückschrittlich. Während wir die Referate jetzt zum Beispiel in Köln, in Marburg, in Münster, die sind fortschrittlich. Ne, die wollen nach vorne. Es geht nicht um oben und unten, sondern es geht nach vorne. Beziehungsweise er kann auch wieder zurückgehen. Da wäre ich halt dafür. Noch ein Bild, was ich wichtig finde, Straddler. Straddler ist ein Begriff, der kommt aus dem Englischen, Amerikanischen, und der meint Straddle, spreizen. Und das ist bei uns so, dass bei Arbeiterkindern, die studieren, wir sind mit einem Fuß in der Arbeiterkultur, mit dem anderen Fuß in der akademischen Kultur. Und das zerreißt einen, wenn man nicht gerade halt ein Kampfsportler ist, ne? Dann zerreißt einen das. Und deswegen sind viele dabei, die gehen halt wieder zurück in die Arbeiterkultur, ne? Und denken, ist eh nichts für mich. Gehen zurück zu ihren Freunden, zu ihren Eltern und so weiter und machen dann den Job, den auch ihre Eltern gemacht haben, vielleicht ein bisschen besser, aber eigentlich von der. Und andere ziehen das durch, sind dann an der Uni und brechen dann aber hier das komplett ab, ne? Wollen damit auch gar nichts mehr zu tun haben, distanzieren sich vom Elternhaus. Das ist vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, aber man versteht sich einfach nicht mehr. Man hat hier einen neuen Freundeskreis und so weiter. Das ist mein Straddler. Und je weiter das auseinandergeht, ne, Bachelor geht vielleicht noch, Master wird schon schwieriger, noch schwieriger ist dann halt ein Doktorgrad und so weiter. Je mehr das auseinandergeht, desto mehr zerreißt es ein. Und was ich dann wichtig finde, wäre, dass es halt zusammengeführt wird. Ne? Und ich habe halt Bruce Lee genommen wegen Soziologie als Kampfsport. Das ist ich hätte auch eine Kämpferin nehmen können, hatte ich gerade kein Bild. Das ist von Pierre Bourdieu ein Spruch, der meint, Soziologie ist ein Kampfsport. Das ist Politik, Soziologie ist Politik und es geht darum, das Denken, über Jahrhunderte von den Herrschern geprägt wurde, zu durchdringen und halt wieder auch zu rationalisieren und klarzumachen, wie denken wir eigentlich. Eine Soziologie als Kampfsport und der Kampfsport besteht für uns darin, dass wir uns kohärent arbeiten. Das sagt Antonio Gramsci, hat das vor 100 Jahren gesagt. Sich kohärent arbeiten heißt, dass wir diese ganzen Widersprüche, die Widersprüche zwischen Arbeiterkultur, Arbeiterinnenkultur und Akademikerinnenkultur, dass wir die zusammenbringen. Sich kohärent arbeiten heißt, das und das zusammenzubringen. Das hier nicht mehr alleine für sich stehen zu lassen, die dann halt ein akademisches Denken haben, was komplett nichts mehr zu tun hat mit den Interessen oder auch den Bedürfnissen halt von den Ärmeren, sondern das muss zusammengebracht werden. So, und das ist halt unsere Aufgabe. Ne? Also nicht mehr sich zerreißen zu lassen, sondern im Gegenteil, ne, die Aufgabe ist es jetzt, das und das zusammenzuziehen. Ne? Sich nicht mehr, also kein Straddler mehr zu sein, sondern das zusammenzubringen. Und das geht nur, wenn ihr euch vorstellt, der kann das vielleicht. Bruce Lee kann das vielleicht, aber ein normaler Mensch kann das nicht. Und wenn ihr euch jetzt aber vorstellt, dahinter sind jetzt noch 10, 20, Hunderte. Ne? Und die benutzen alle ihre Kraft, um das zusammenzubringen.
dann schaffen die das. Das ist auch eine Frage von Masse, das ist auch eine Frage von Organisierung. Das heißt, da müssen wir halt zusammenstehen und nicht zusammenstehen, sondern uns zusammenbringen. Ne? Wir müssen uns kohärent arbeiten. Wir müssen das und das zusammenbringen. Wir müssen akademische Kultur und ArbeiterInnenkultur zusammenbringen. So. Gut, also das wäre für mich eine politische Selbstorganisierung von Working Class Academics, ne? Weil Fünftklässler können das nicht so gut auf der Hauptschule. Durchblicken das noch nicht, die sind noch nicht alt genug, aber wir sind quasi dafür freigestellt, das hinzukriegen. Okay, damit bin ich jetzt eigentlich durch. Ich wollte noch vielleicht ganz kurz einen Hinweis, das passt jetzt zeitlich nicht mehr. Ich wollte eben noch ganz kurz sagen, wir haben auch Feinde. Es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wir haben Gegner, die bekämpfen uns. Das ist nicht so, dass es jetzt alles, die ganze Benachteiligung, quasi vom Himmel gefallen ist oder irgendwie unglücklich ist oder so. Es gibt hier Leute, zum Beispiel den August von Finck, das ist so ein Milliardärserbe, der ist, hat mehrere Milliarden Euro geerbt von seinem Vater, der ein Hitlerfinanzier und reichster Mann Deutschlands, 50er Jahre bis 70er Jahre hinein, hat auch damals die Banken arisiert, von Rothschild und Dreyfus und so weiter. Und August von Finck, der hat mit der Güsser Goldhandel, betreibt er das Ludwig von Mises Institut. Und die sagen, wir müssen die Demokratie abschaffen, damit wir einen Staat haben, der nur noch das Eigentum schützt, vielleicht noch Militär, aber auch Polizei soll möglichst vielleicht auch privatisiert werden, Knäste privatisiert werden. Und Markus Krall, aber auch andere Leute wie Hans-Hermann Hoppe, André Lichtstark und so weiter, die sagen, wir müssen das allgemeine Wahlrecht abschaffen. Es darf nur noch derjenige das Wahlrecht haben, der kein Geld vom Staat erhält. Also, und er sagt, Markus Krall sagt ganz eindeutig, wir brauchen jetzt eine Revolution. Vielleicht klappt das jetzt ja mit Corona oder wenn die Leute kein Geld mehr haben, wenn die merken, es ist nichts mehr da, dann gibt es eine Revolution. Dann müssen wir eine Konterrevolution machen, dann müssen wir dafür sorgen, dass BAföG-Empfänger kein Geld mehr bekommen. Ja, es sei denn, sie kriegen kein BAföG, dann dürfen sie natürlich wählen, dass Hartz-IV-Empfänger kein Geld mehr bekommen, dass Menschen, die in subventionierten Betrieben arbeiten, nicht wählen dürfen, ja, dass Menschen in subventionierten Betrieben nicht mehr wählen dürfen. Ja, wir müssen das Wahlrecht so ändern, dass nur noch die wählen dürfen, die nicht darauf angewiesen sind, Geld vom Staat zu erhalten. Das wird gefördert von des Hauptgeschäftsführer bei De Gusser Goldhandel, bei August von Finck. Und da stecken eben Milliarden dahinter und da passt jetzt die Zeit nicht mehr. Aber auch mit Thilo Sarrazin und auch mit dem Chef vom Lehrerverband, der 30 Jahre lang, der Chef vom Lehrerverband war Josef Kraus, der mischt auch mit bei sehr fiesen Organisationen. Ja, das heißt, wir haben Gegner, das muss uns auch klar sein. So, deswegen brauchen wir auch eine politische Selbstorganisierung. Gut, damit bin ich jetzt durch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen bei dem Ganzen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fremdwörter gebraucht. Und falls doch, können wir jetzt klären. Und wie gesagt, guckt einfach bei Wikipedia. Da habe ich ganz viel geschrieben auch. Kategorie Klassismus. Und da könnt ihr auch mitschreiben. Bei Wikipedia kann jeder mitschreiben. Wenn ihr da denkt, okay, die Artikel sind